Sie ist das Gesicht der deutschen Biathleten bei der WM in Oslo. Laura Dahlmeier mit 5 Medaillen in 5 Rennen die erfolgreichste DSV-Athletin. Am Abschlusstag gab es noch einmal Silber im Massenstart. Zuvor hatte die 22-Jährige einmal Gold und dreimal Bronze gewonnen. Ja, ich bin unheimlich stolz, dass ich wirklich jetzt in jedem Rennen eine Medaille gewonnen habe. Das besser geht's nicht. Ich habe wirklich versucht, alles aus mir rauszuholen und es ist jetzt auch gut, dass die WM vorbei ist. Weniger erfolgreich lief es für die deutschen Herren. Vorzeigeläufer Simon Schemp und Co. verpassten eine angestrebte Einzelmedaille. Auch Arndt Peiffer verfehlte mit Platz 5 zum WM-Abschluss den Podestplatz. Nur mit der Männer- und der Mixed-Staffel durfte am Ende über Silber gejubelt werden. Immerhin. Natürlich, im Einzel hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft bisher, aber trotzdem, zweimal Vize-Weltmeister ist absolut super und ich bin auch sehr, sehr glücklich drüber. Insgesamt 7 Medaillen verbuchten die deutschen Skijäger am Ende der Biathlon-WM. Für den DSV eine zufriedenstellende Bilanz. Das Fazit fällt sehr gut aus. Wir haben unsere Ziele schon heute an diesem Tag erreicht. Das ist eine tolle Mannschaft, muss man tatsächlich so sagen. Sehr, sehr zielgerichtet, sehr gut organisiert und insofern absolutes Weltklasse-Niveau. Doch über allem thront Laura Dahlmeier. Die 22-jährige Patenkirchnerin rettete die ansonsten durchwachsene Medaillenausbeute der deutschen Biathleten und blickt nach dieser märchenhaften WM in eine goldene Zukunft.